Nun möchte ich auch noch auf die dreiphasigen Wechselrichter eingehen. Das heißt, tatsächlich hatten wir es schon gesehen, wo wir die Schaltung aufgezeichnet hatten, dass wir einen dreiphasigen Wechselrichter kriegen, indem wir einfach drei Halbbrücken für drei einzelne Phasen erzeugen. Das heißt, ich habe hier eine Halbbrücke 1, diese erzeugt mir eine Ausgangsspannung UA. Ich habe hier eine Halbbrücke 2 oder die Halbbrücke B, die erzeugt mir die Ausgangsspannung UB. Und ich habe hier eine Halbbrücke 3, die erzeugt mir die Ausgangsspannung UC. Und jetzt nehmen wir an, wir haben hier einen Drehstromverbraucher. Das heißt hier, wie dargestellt, ein symmetrischer Verbraucher aus einer RL-Serienschaltung. Dann entsprechen jetzt diese Spannungen UA, UB und UC jetzt den, also wollen Spannungen an einem der Außenleiter jeweils auf den Massenbezug des Eingangswechselrichters. Und man kann jetzt hier zum Beispiel die Außenleiterspannung definieren, die Spannung UAB als die Differenz zwischen der Spannung UA minus UB, die Spannung UBC als die Differenz zwischen UB minus UC und so weiter. Und dann sehen wir tatsächlich, wenn es uns jetzt gelingt, die Spannung UA, UB und UC zu generieren, sodass diese zueinander um 120 Grad Phasen verschoben sind und ansonsten gleiche Amplituden haben, sind wir in der Lage, damit ein symmetrisches Drehstromsystem zu erzeugen und damit einen Drehstromverbraucher zu versorgen, aber jetzt gegebenenfalls die Amplitude und die Frequenz einstellen können. Prinzipiell wäre dasselbe auch möglich, indem man drei Vollbrückenwechselrichter nehmen würde für jeden Laststrang einen, aber dann bräuchte man doppelt so viele Halbleiterschalter, weil wir dann für jeden Laststrang jeweils eine Vollbrücke hätten mit vier Transistoren und entsprechend 12 Transistoren benötigen würden. Diese dreiphasige Wechselrichter reduziert die Anzahl der benötigten Halbleiter. Jetzt kann man diesen Wechselrichter genauso betreiben wie den Vollbrückenwechselrichter in unterschiedlichen Betriebsarten. Wir wollen jetzt hier bloß zwei angucken, die Grundfrequenz bzw. Blocktaktung und danach die Sinus-PWM. Das heißt, auch hier bei der Grundfrequenztaktung wird jetzt jeder Schalter für die Hälfte der Periode eingeschaltet und wir werden wieder so haben, dass in einem Halbbrückenzweig die Transistoren komplementär zueinander angesteuert sind. Das heißt, tatsächlich in jeder Halbbrücke haben wir jetzt dieselbe Ansteuerung wie bei der Grundfrequenztaktung beim Halbbrückenzweig. Was wir aber haben ist, die einzelnen Halbbrückenzweige sind jeweils zueinander um 120 Grad Phasen verschoben angesteuert. Das heißt hier, dieses T-Drittel entspricht 120 Grad Phasenverschiebung bezogen auf die 360 Grad der gesamten Periode. Der Halbbrücke 2 wird jetzt gegenüber der Halbbrücke 1 um ein Drittel der Periode phasenverschoben angesteuert, die Halbbrücke 3 wiederum um ein Drittel. Und wenn wir dann die Außenleiterspannung uns berechnen, das heißt zum Beispiel die Spannung UAB als UA minus UB, dann sehen wir, wir kriegen so drei Spannungslevels an den Außenleitern jeweils zwischen plus 400 Volt, 0 Volt und minus 400 Volt bei 400 Volt Zwischenkreisspannung. Und tatsächlich diese drei Spannungen sind wieder zueinander jeweils um 120 Grad Phasen verschoben. Die Strangspannungen werden jetzt variieren in 60 Grad Schritten. Das heißt, man sieht hier so ähnlich, die Außenleiterspannungen sehen so ein bisschen aus wie bei der Phase-Shift-Steuerung bei dem Vollbrückenwechselrichter. Und tatsächlich die Strangspannung, wenn man die sich anguckt, die variiert zwischen vier Spannungslevels. Und tatsächlich kann man sich jetzt überlegen, wenn man jetzt hier an der Stelle über eine Halbperiode die unterschiedlichen Schaltzustände des Wechselrichters berücksichtigt, wie dann diese Spannungen zustande kommen. Das heißt, tatsächlich müsste man jetzt hier ausrechnen, zum Beispiel über einen Spannungsteiler an diesem Zustand, wenn wir sehen, in diesem ersten Zustand zwischen 0 und T-Sechstel ist der untere Strang und der obere parallel dazu. Das heißt, dort halbiert sich der Widerstandswert. Und wenn man jetzt die Spannung U0 über der Serienschaltung aus diesem halbierten Widerstand plus dem vollständigen Widerstand ausrechnen, würden wir gerade sehen, dass wir dort dann ein Drittel der Zwischenkreisspannung kriegen. Wir kriegen zwei Drittel der Zwischenkreisspannung, wenn im unteren Pfad die beiden Widerstände halbiert sind. Das heißt, hier haben wir sozusagen UD angeschlossen an die Serienschaltung aus Z und Z halbe. Und dann kriegen wir hier über dem Widerstand Z, wenn das der Neutralleiteranschluss ist, zwei Drittel mal der Eingangsspannung UD und so weiter, könnte man jetzt den Verlauf konstruieren und das hier wäre dann der Verlauf des Ausgangsstroms bei ohmsch induktiver Last. Das heißt, wir sehen, diese Zusammenhänge sind dann doch etwas komplizierter. Ähnlich ist es, wenn wir zu Sinus-PWM kommen, wie beim Vollbrückenwechselrichter mit unipolare PWM wird jetzt folgender Fall sein. Wir haben jetzt mehrere Referenzsignale. Das heißt tatsächlich, um eine Sinus-PWM zu machen, bei so einem dreiphasigen Wechselrichter, nutzen wir drei um jeweils 120 Grad zueinander verschobene Sinus-Referenzsignale, die gleiche Amplitude und gleiche Frequenz haben, aber
Durch die Phasenverschiebung kriegen wir jetzt in den einzelnen Halbbrücken, ähnlich wie bei der unipolaren PWM beim Vollbrückenwechselrichter, zueinander phasenverschobene Ausgangssignale, auch hier jeweils zu 120 Grad. Und die Außenleiterspannungen bilden dann hier wieder so einen Verlauf wie bei einer 3-Level-PWM, wo wir so eine Grundschwingung einzeichnen können. Und wir können dann direkt durch Amplituden, Frequenzvariation in allen drei Referenzsignalen hier gleichzeitig Außenleiterspannungen erzeugen an unserem Drehstromverbraucher, die ein symmetrisches Drehstromsystem bilden und dann in ihrem PWM-Verlauf eine Grundschwingung enthalten, die wir dann nutzen können, um zum Beispiel die Drehzahl an einem Motor zu verstellen. Das heißt, der Verlauf der Außenleiterspannung ist ähnlich wie bei einer unipolaren 3-Level-PWM beim Vollbrückenwechselrichter.